Hallo ihr Lieben, hier ist die Nathalie mit noch zwei Karten für den 9. September 2011. Heute habe ich die Helfertier-Orakelkarten bemüht von der Jeanne Ruland und dem Murat Karacay. Und was da kommt, ist ganz toll, denn das passt wunderbar in die momentane Energie, selbstverständlich. Und zuallererst kam gleich mal die Fliege mit der Gedankenkontrolle. Und die Fliege will sagen, dass letzten Endes wir jetzt gerade wieder ganz besonders aufgerufen sind, unsere Gedanken mal ein bisschen zu überblicken und ein bisschen zu überprüfen, wo wir uns da gerade mal wieder ein bisschen hinbewegen, weil so diese Gedanken, die wir da hegen, nicht sonderlich fruchtbar sind, werden unsere Emotionen relativ schlecht. Irgendwie fühlen wir uns etwas dumpf und niedergeschlagen und vielleicht nicht ganz so toll. Das heißt, in dem Moment ist ganz deutlich der Indikator da, dass unsere Gedanken nicht die allerdollsten waren und sind. Und in dem Moment ist es auch extremst ratsam, diese Gedanken dann auch gleich wieder umzustellen und wirklich zu der jeweiligen Situation, in der wir uns befinden, immer den bestmöglichsten Gedanken zu finden. Also wenn ich negativ über andere Menschen denke beispielsweise, dann suche ich mir grundsätzlich die besten Seiten dieser Menschen oder dieses Menschen aus und denke über die besten Seiten nach und freue mich drüber, dass dieser Mensch so gute Seiten hat und so gute Aspekte hat, so gute Charakterzüge hat, die mir so gut gefallen, egal was auf der anderen Seite für etwas unliebsamere Aspekte einen zuerst geärgert haben oder vielleicht irgendwie missfallen. Das ist jetzt nur ein Beispiel, was andere Menschen betrifft. Wenn eine Situation vielleicht nicht so toll ist, dann gucke ich, was ist an der Situation gut. Es gibt immer irgendeinen positiven Aspekt. Bitte übt das. Das ist ganz wichtig, denn in dem Moment übernehmt ihr wirklich die Verantwortung für euer Leben. Ihr übernehmt auch wirklich die Kraft, die ihr habt. Und eure größte Kraft, die ihr habt, ist die Kraft der Gedanken, die ihr habt. Und die Macht, die ihr habt, indem ihr gute Gedanken denkt und somit gute Sachen in euer Leben zieht. Und vergesst das bitte absolut nie. Und wenn euch, mir geht es relativ häufig so, wenn euch da irgendwelche Fliegen nerven, wenn mich da irgendwelche Fliegen nerven, seien so kleine Fruchtfliegenschwärme beispielsweise, über die ich mich früher immer furchtbar geärgert habe, wenn die irgendwie in meiner Küche rumgeschwirrt sind oder sonst wo, dann betrachte ich die heute immer mit einem Schmunzeln, ehrlich gesagt, weil die sind auch wirklich punktgenau immer dann da, wenn es für mich wieder gerade mal sehr spitz auf Knopf steht mit meinen Gedankenkonstrukten. Und wenn ich sehr aufgerufen bin, mal drüber nachzudenken, beziehungsweise das mal wieder ein bisschen anzuschauen, was ich mir da gerade so zusammendenke. Über mich und die Welt. Und insofern bin ich da immer recht dankbar. Und in dem Moment, wo ich es dann tatsächlich hinbekommen habe, mir da meine Gedanken wieder etwas umzustellen, sind sie aber auch gleich wieder weg. Also probiert das einfach wirklich mal aus. Es ist wirklich lustig, wie sich die Dinge so ereignen. Und als nächstes haben wir den Marderwiesel und Hermelin. Die stehen für Befreiung und Kühnheit. Da lese ich euch jetzt gleich mal vor, was im Buch dazu zu lesen ist. Bedeutung der Karte, es ist Zeit zu handeln. Deine Stunde hat geschlagen. Du kannst dich jetzt aus den alten Fesseln befreien und zu deiner ursprünglichen Kraft zurückkehren. Finde zu dir selbst, öffne dich den kreativen Impulsen in dir und konzentriere dich auf deine Ziele. Greife nach den Sternen und lass nicht nach in deinem Bestreben. Der Marder verleiht dir ungeahnte Kräfte und kennt die Zauberwege der Natur. Öffne dich für Wunder. Die Kobolde und Feen grüßen dich. Also passt wunderbar zur linken Karte, denn da steht auch was von Kraft, also sprich die eigene Power übernehmen. Und die größte Kraft, die wir haben, ist tatsächlich die, unsere Gedanken in einer Art und Weise zu verwenden, die uns zum absolut höchsten Wohle gereicht. Und das sind eben nun mal die Gedanken, die uns ein Wohlgefühl bescheren. Und in dem Moment, wo ihr das wieder wirklich in Betracht zieht und übt
und umsetzt, werdet ihr feststellen, dass ihr einfach auf ganzer Linie und auf jeder Ebene letztendlich wirklich auch Besseres in euer Leben zieht. Dieses Wohlfühlen und dieses sich gut fühlen und mit dem Strom schwimmen und nicht dagegen, hat wirklich zur Folge, dass letztendlich dann die Dinge wirklich genauso eintreten oder vielleicht sogar noch besser, als ihr sie euch gewünscht habt. Weil in dem Moment wird wirklich auch der Weg für Wunder frei und für Dinge, die ihr in der Schönheit und Grandiosität, Wortneuschöpfung hier mal, ihr gar nicht erwartet hättet. Also lasst euch wirklich überraschen und lasst euch von den lieben Tierchen da inspirieren, euch definitiv in die richtige Richtung zu drehen. Und ihr kriegt vom Universum definitiv jede Hilfe, die ihr brauchen könnt. Und wenn ihr sagt, Manu, das schaffe ich aber irgendwie nicht mit meinen Gedanken und irgendwie übertölpelt mich das immer wieder, dass ich mich nicht so wohl fühle und überhaupt, alles kein Thema, bittet um Hilfe und definitiv in dem Moment merkt ihr ganz, ganz zackig und schnell, wann ihr wieder abdriftet in irgendwelche niederen und niedrig schwingenderen Gedankenmuster über euch und über jeden anderen und über jede Situation. Also ihr werdet es einfach jetzt in Zukunft immer schneller und besser und klarer merken und könnt das dann immer besser, schneller und klarer wieder umstellen. Kommt euch sehr zum Vorteil. So ihr Lieben, dann wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Freitag. Und dann freue ich mich natürlich wieder auf euch und auf morgen. Tschüss.